Hallo ihr braungebrannten Nougatschnitten, ich heiße euch willkommen zu einer neuen Runde Survival Games, natürlich wie immer ungeschnitten auf dem HiveMC.com Server. Und heute haben wir etwas später am Abend, etwas nachts, 2 Uhr nachts. Da ist es eigentlich noch relativ gefüllt, wie man ja sehen kann, es ist schon ordentlich was los. Wir müssen halt nur schauen, jetzt sind halt auch viele Amerikaner online. Amerikaner, lecker, lecker, lecker. Oh, wir haben fast 30.000 Punkte, fast. Viele Amerikaner online, das heißt, es kann oftmals auch zu gewissen Lags kommen oder aber nicht wirklich Lags, sondern eher so Sachen wie, du denkst, er ist da, dabei ist er gar nicht da und so. Ich mach mal Votes 5. Isla de Rosa kann scheiße ausgehen, gerade alleine ist es nicht immer so geil, weil, die Route, die ich mittlerweile laufe zur Bibliothek hin, ist immer so ein bisschen, ist ein bisschen gefährlich. Ein bisschen arg gefährlich, von daher muss man ein bisschen aufpassen, wie man da hinkommt und ob man da auf freie Bahn hat. Denn da gibt es ein paar Tier 2s, ein paar viele sogar und TNT-Feld ist eigentlich keine Option mehr, ganz ehrlich, ist keine Option mehr. So. Ja, ich konnte gar nicht wirklich die letzten Kommentare so, müssen wir Jump'n'Run ein bisschen machen, einfach mal um, ne, hier Dingens und so, alter Falter, voll vergessen, ey. Hol es mal eben schnell nach. Fuck! Scheiße, ey. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir Top 10 ein bisschen machen, ne? Irgendwie. Weil die wieder ein bisschen vervollständigen. Was haben wir so Schönes hier noch auf dem Zettel? Wir haben Diaharnisch, ganz klar. Können wir hier vielleicht sogar schaffen auf Isla de Rosa? Wir haben Bio-Jump'n'Runs. Okay, gerade ein bisschen verkackt. Wir haben Runde gewinnen, ohne Truhe zu öffnen. Das wird eines der letzten Sachen sein, würde ich mal sagen. Wir haben noch eine Runde nur mit Bogen killen. Oh, das wird auch noch richtig knapp, ey. Goldapfel craften, Rüstung und Schwert verzaubern. Wir haben noch einiges vor uns. Es wird mal richtig lustig, ey. Und gerade bei so vielen Punkten will man eigentlich gar nichts von den Scheißsachen machen, wie nur mit Bogen killen und so. Warum habe ich mir das eigentlich ausgesucht? Das ist mega schwer. Aber wenn ich gar keinen töte und nur einen mit dem Bogen töte, reicht das ja auch, oder? Naja, wir schauen nochmal kurz auf die Liste drauf. Boah, passend zur Musik, ne? Alles, wie ihr seht, immer noch beim Alten und, gut, wir machen's weg. Oh shit, Roos Recording, ich Recording. Wir laufen mal hier so dann wieder hinten raus. Und Sau! Und, dann geht's los. Nigger wird bestraft, normalerweise. Was ich sagen wollte ist, erstmal loslaufen. Danach erzähle ich weiter. So, 3, 2, 1 and go. Oh, ja gut. Loot ist ja nicht ganz so geil da gerade gewesen. Hätte man auch besser machen können, glaube ich. Wow. Ja. Da werde ich schon sofort gefistet mit einem Schwert richtig schön hinten in meinem Popoloch rein. Ah. Oh. Wie ich es gern habe, ey. Yo, natürlich gönnt euch, ey. Kommt mir einer hinterher? Gerade nicht. Zum Glück. Ich dachte, das wäre es für mich schon gewesen, mehr oder weniger. Ja, zwei Erfahrungsflaschen. Die braucht natürlich jeder, ey. Ich gehe jetzt hier rein, YOLO-mäßig. Er kommt aber auch schon an. Die kommen schon an, die beiden. Nee, oder nicht? Oh Gott. Ja, es ist ein knappes, schwieriges Unterfangen hier gerade. Da kommt einer. Oh, der hat aber gar nichts, zum Glück. So, haben wir den schnell getötet und weiter los, raus hier. So, einmal so, einmal so. Wir nehmen mal das Goldschwert. Einfach aus Genüsslichkeit, weil das eine etwas höhere Quit-Chance hat. Laut einigen Angaben. Und die sollen wohl auch so stimmen. Deswegen nehme ich hier mal das da, anstatt das andere. Dann ist es ganz gut, glaube ich, dann. Hier war auch noch jemand drin. Zu meinen anderen Tier 2s. Hinten kommt gerade niemand. Zum Glück. Jo, läuft. Auf die 2. Hose anziehen, Schuhe anziehen. Kurz noch was craften. Wir haben keine Stickies. Scheißendreck, ey. Wir bräuchten Stickies langsam. Ja, ich konnte mir die Kommentare nicht durchlesen, von der letzten Episode. Aus folgendem Grund, ich nehme jetzt am selben Tag abends auf. Okay, ich habe schon ein paar Kommentare lesen können. Ja, ist ja gut. Aber halt, was willst du? Warum? Was denn? Jo, wo ist der hin? Lass der hin.
Jo. Ah, den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir. Juhu. Den hole ich mir, das war mir klar. Ja, das ist immer so eine gewisse Einschätzung, die man dann irgendwann auch schon gelernt hat. Oh. Eine Einschätzung, ab wann man einen bekommt, ab wann man einen nicht mehr bekommt. Und ich wusste, ich bekomme den, obwohl ich nur ein Goldschwert hatte. Aber eventuell haben mir da die etwas höheren Quit-Chancen geholfen gerade. So. Ja, ich weiß, ich verplemper jetzt die Diamanten. Leute. Aber ich muss ja auch immer darauf achten, dass ich auch gut, immer so im Flow bin. Klar, ein Eisenschwert hat es gerade vielleicht auch getan, aber es ist mir gerade zu unsicher. Ganz einfach zu unsicher. Wirklich, tut mir leid, ich mache mir lieber, ne, wir haben ja noch Zeit. Und wenn nicht, dann muss ich halt eben eine scheiß Aufgabe machen, wenn ich es nicht schaffe. Das ist meine eigene Schuld. Dann, ich habe ja schon erzählt, meine Lieblingsaufgabe wäre wirklich, mir Zitronen einfach in den Mund zu stecken, während ich Survival Games aufnehme. Mit einer Facecam schön und dann so schön, boah, bitter, sauer, süß, eklig, ey. Da ist jemand. Ich konnte mir ein paar Kommentare durchlesen. Jo. Wie der sich gönnt. So. Aber das Gute ist tatsächlich, ich habe einfach momentan richtig krassen Bock auf Survival Games. Das heißt, ich spiele einfach. Oder ich nehme momentan auf, auch. Jo. Ich nehme momentan. Das meine ich, diese scheiß Lagger. Diese scheiß Amerikaner-Lagger, ey. Ich gehe mal kurz hier drauf gucken, was hier so gibt. Nichts mehr, tolles, ne? So eine Pilz? Na komm. Das Hähnchen nehmen wir ja auch nochmal mit, ey. Ganz ehrlich, ganz ernsthaftlich. So, weg damit. Machen wir kurz einen Ticken leiser hier gerade die Musik. So. Ich nehme momentan wirklich am selben Tag noch die nächste Folge auf. Einfach, weil es mir wirklich gerade wieder mega großen Spaß macht. Und das hatte ich lange nicht mehr bei Survival Games. Und endlich habe ich wieder meine Lust daran gefunden. Es gab einen kleinen Durchhänger bei mir, so bei Folge 60 rum oder so. Da gab es einen kleinen Durchhänger. Aber jetzt gerade bin ich wieder so voll im Flow und es macht mir wieder unglaublich viel Spaß. Und deswegen, oh, da ist jemand, der ist aber ganz nackig. Da. Ich sag ja, diese scheiß Amerikaner. Oder irgendwelche anderen Leute. Die jetzt alle rumlecken. Das ist einfach so, bei Hive muss man mit leben, dass viele auch dann lecken. Okay, das kann gefährlich werden. Okay, doch nicht so unbedingt gefährlich, hier reinzugehen. Ich muss nochmal eben Sachen aussortieren. Tut mir leid. Ja, das natürlich nicht. Ja. Behalten wir mal. Lassen wir das mal so. So passt es eigentlich ganz gut. Gerade. Ist in Ordnung so. Also ich könnte mir auch vorstellen, wirklich jetzt durchgehend aufzunehmen. Ich spiele jeden Abend wieder Survival Games. Es macht mir einfach wieder momentan wieder sehr, sehr großen Spaß. Und ich hoffe, das merkt man auch an meiner Spielfreude und... Oh Gott, Schluck auf... Nein, Aufstoßfreude. Oh Gott, ich habe gerade noch ein Brot gegessen mit Heringsfilet. Oh, Heringsfilet. Ja, nachts um zwei esse ich nochmal ganz gerne ein bisschen Toast und so. Mit Sachen drauf. Wie jeder Mensch... Am Tage mache ich es abends. Ne? Und deswegen habe ich gerade einfach einen Aufstoßer gehabt. Tut mir echt leid, Leute. Aber der Aufstoßer musste einfach mal sein. Genau wie das hier. Da bin ich fast ein Level voll. Alter. Alter. Muss man dazu sagen immer. Alter. So. Der ist down. Ja, Peter, ich weiß. Der hat mir aber ordentlich gegeben an Level, ne? Komm, wir holen nochmal ein paar mehr, ein paar Hühnchen. Was ich nicht machen werde. Es gibt zwei Verzauberungstische. Einmal am Spawn und einmal nicht am Spawn. Und ich gehe nicht zu dem, der nicht am... Ich gehe nicht zu dem, der am Spawn ist, weil... Der ist nämlich ganz doof. Aus folgendem Grund. Da stehen Bücher daneben. Das heißt, bis man da auf Level 1 was verzaubert hat, dauert es Ewigkeiten. Und es ist mir schon oftmals passiert, dass ich dann angegriffen worden bin. Und deswegen verreckt bin. Elendig. Wie ein elender Lump. Und jetzt können wir noch eben kurz verzaubern. Keiner hinter uns, keiner vor uns. Alles YOLO-mäßig geil. Und dann wollen wir mal hier uns eben das hier ansnacken. Oh fuck. Da war es doch gerade schon. Sheriff, Wunderbärchen. Und ich habe auch einen leichten Husten. Ich versuche den Husten gerade ein bisschen zu unterdrücken. Auch wenn es mir nicht ganz so leicht fällt. Aber ich habe Husten momentan. Ah, fuck, egal, brauchen wir alles nicht mehr, ne? So, alles weg damit. Weg mit dem Scheiß. Oh, wir hatten 5 Eisenbarren. Oh, schade. So.
Eigentlich ein bisschen doof von mir. Machen wir mal so, machen wir mal so. Perfekt. Los geht's. Zauber das Dierschwert. Der hat auch ein Dierschwert. Na klar, gönn dir. Hab ihn schon mal in Dorn bekommen. Ich kleiner Hacker, ich. Er springt automatisch runter. Gut. Den da hole ich mir mal ganz gemütlich. Mit seinen Pfeil- und Bogen-Scheißzeugs. Erstmal kurz ein bisschen weglaufen. Ja, klar. Aber wie der auch mehr gibt, ne? Alter, schon, komm, komm schon, komm schon. Komm schon, stirb doch mal. Alter, das war... Oh Gott. Das war noch knapp am Ende. Aber ich hasse... Wow, I could not hit you. Ja. Die Sache ist einfach die... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es war gerade mega knapp. Ich hasse einfach Bogen, Leute. Bogenschützen ist das Schlimmste, das es gibt. Ich vote mal für 5. Ich hab keinen Bock auf Survival Games, auf Futuristic City Survival Games. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, die wir Jump'n'Run. Komm, wir machen das nochmal eben. Hier, diese Seite hier, komm, die müssen wir nochmal eben schaffen. Ganz schnell. Machen wir, packen wir. So, 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 so. Läuft doch wie die Wurst. Wenn sie gerade flüssig hinten rauskommt. So, hier noch rauf. Hier noch auf, hier noch auf und da auch. Er macht's, oh Gott. Hups, nein. Und dann fällt der Spasti da runter. Die Eule. Ja, mein neuer Skin, die Eule. Und auch, ich habe auch mal letzte Folge ausprobiert. Oh Gott, ich muss wirklich husten gleich. Letzte Folge habe ich ausprobiert, das Thumbnail von meiner Survival Games Folge ein bisschen zu ändern. Einfach mal... Wir machen ja momentan eine Umfrage. Die Umfrage ist immer noch unten in der Leiste als allererstes vermerkt. Wer also Bock hat, da die Umfrage nochmal zu machen, sehr gerne. Die Antworten waren folgendermaßen, was die Thumbnails angeht, dass die meisten das gar nicht beachten. Deswegen dachte ich mir, komm, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich hatte einmal so ein Bildchen mit einer Frau drauf und dieses Video ist abgegangen wie Kacke, wenn sie flüssig ist. Und ich dachte mir, komm, machst du das einfach nochmal. Und auch jetzt schon wieder, in der kurzen Zeit, hat das Video fast doppelt so viele Aufrufe. Also am besten wird jetzt immer eine Frau auf dem Bild hämmern. Nein, natürlich nicht, aber man sollte doch schon ansprechende Fotos machen. Thumbnails machen, nicht Fotos, Thumbnails. Sollten doch schon ansprechend sein. Boah, dieser Heringsfilet, der liegt mir so schwer im Magen. Sandwich, jetzt ein Sandwich, ey. So, los geht's. Survival Games 4. Second Round. Second Round, ey. Komm schon. Hier raus wieder. Oh, da ist halt jemand ein Schwert. Da hat aber jemand ein Schwert. Ja, danke schön. Da pusht er mich nach vorne. Ich würde ganz kurz zum Hangar gehen, du Trottel, du. Typ, du. Ich beleidige gerade irgendwie die ganzen Leute, ey. Ist nicht so geil. Joa, viel zu viele Richtung Hangar. Da kommt einer Richtung Hangar. Jo, 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 jo. Ja, klar. Yo, 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 ja klar. Ganz schnell eine Truhe ran. Yo, kein Dingens. Yo, yo. Alter, hat ein Schwert. Alter, ich muss weg. Da holt er sein Schwert noch eben raus. Ah, wir haben Stickies. Und, besonders wichtig, wir haben zwei Eisenbarren. Das heißt, wir laufen erstmal. Momentan läuft Survival Games nicht mehr ganz so gut, ne? Also Survival Games 4 meine ich natürlich. Läuft momentan nicht mehr ganz so geil, wir haben aber kein Essen dabei, das ist auch ein bisschen scheiße. Ja, ich laufe erstmal weg. Ich laufe so lange weg, bis ich ja, nicht mehr kann halt, ne? Ja, ich muss halt laufen jetzt, was soll ich denn machen? Ist ein bisschen suboptimal gerade, das Ganze. Aber meine Güte. Soll er mich halt verfolgen, bis ich tot bin? Von mir aus auch, gerne. Ich kann auch lange, lange laufen, da kommt aber jemand an, gerade. Oh, 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 oh. Sollen wir alle aufeinander drauf gehen? Okay, der hat mich gar nicht so wirklich beachtet gerade. Oder hat mich nur... ja, ne, so halt. Boah. Und ich laufe. Ich laufe. Laufe. Da vorne ist auch noch einer. Ich laufe Richtung Hangar zurück, irgendwo hin. Hier gibt es natürlich kein Essen, das man nehmen kann. Ich hoffe, er lässt gerade mal ein bisschen... Er lässt nicht ab von mir, ne? Aber er muss doch mal selber Sachen suchen. Okay, komm, wir laufen mal hier hin. Komm. Lassen die hier mal.
Machen hier mal ein bisschen Rambazamba mit. So. Laufen dann mal wieder. Alter, wie der mich aber auch die ganze Zeit verfolgt, ne? Noch ist es gut. Noch können wir überleben. Aber er muss auch irgendwann mal was essen. Und er muss auch irgendwann mal was anderes machen, außer ihm hinterherlaufen. Also irgendwann muss er auch mal was anderes machen. Deswegen hoffe ich mir einfach mal was Positives aus dem ganzen Weglauferei-Gedöns gerade hier. Ja, bald kann ich nicht mehr laufen. Noch genau eins. Wird knapp das Ganze. Wird echt knapp das Ganze. Lässt gerade ab von mir, glaube ich. Wirklich. Das Essen drin. Komm, iss. So. Was gegessen. Wir haben natürlich hier auch was parat. Ist natürlich leer. Können wir das Eisenschwert schnell machen? Boah, yo! Alter, was ist denn verkehrt mit dir? Ernsthaft jetzt? Geht's auf den drauf, ernsthaft? Er kann nicht mehr laufen! Er kann nicht mehr laufen! Ich bin tot! Aber er konnte nicht mehr laufen, der kleine... Der hat's echt verdient gehabt. Der hat's echt verdient gehabt, so richtig an die Fresse zu kommen. Aber, ich hätte mir das Eisenschwert machen können jetzt, meine Güte. Er wäre mir trotzdem dann hinterher gelaufen, hätte er mich trotzdem fast bekommen. Okay, vielleicht hätte ich es noch schaffen können, in der Zeit das Eisenschwert zu machen. Mit der Axt hat man nicht allzu viel, was man da machen kann. Aber so penetrante kleine Kinder, die mich einfach nur verfolgen die ganze Zeit. Nee, es ist unfassbar. Das macht einfach keinen Spaß. Aber damit muss man leben, damit muss man einfach auch von ausgehen. Und klar, wir verlieren saumäßig viele Punkte, aber ist dann halt so. Und wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich jetzt weggelaufen wäre oder weiter weggelaufen wäre oder wenn ich mir das Eisenschwert gemacht hätte. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, er konnte auch nicht mehr laufen. Wurde dann doch noch belohnt, dass er mich bekommen hat, leider. Aber gut. War dann vielleicht doch ein bisschen... Oh, schnell wurde 4. War dann vielleicht doch ein bisschen mein Fehler, letztendlich. Aber die Sache ist halt die, wenn man verfolgt wird von Anfang an, dann... hat man meistens keine guten Chancen, dann wird es schon richtig schwer, irgendwas zu reißen. Aber man hat gemerkt, er hat mich sofort die ganze Zeit verfolgt. Am Hangar, hinter ihm her, am Hangar, vor dem Hangar, am Hangar und immer weiter zu, immer mich verfolgt. Und dann macht es einfach irgendwo auch keinen Spaß mehr. Für mich persönlich so, wenn ich schon die halbe Map nichts machen konnte, macht es für mich auch fast keinen Sinn mehr zu sagen, komm, ich mache jetzt noch richtig, sondern mache ich eher ein bisschen YOLO-Action. Ist halt dann so. Muss man auch mal machen dann. Er wurde belohnt, leider Gottes. Er konnte aber nicht mehr laufen. Das war das... Hätten wir vielleicht auch zum Vorteil nutzen können. Wir hätten einfach weglaufen können. Oh, ein Schokoriegel. Geil. Wir hätten einfach mal weglaufen sollen. Ich glaube, das wäre die bessere Lösung gewesen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Geile. Im Nachhinein ist man wirklich immer schlauer. Und von daher... daraus lernen wir. Ich habe auch in den letzten Episoden und in den letzten Sachen, Spielen, die ich gespielt habe, auch so privat... habe ich sehr, sehr viel gelernt und so ist es ja auch richtig, dass man Fehler macht und daraus lernt, sage ich immer wieder. Und das kenne ich gar nicht, das Lied. Geil. Ich kenne den Song nicht, aber ich finde den gerade ziemlich geil irgendwie, deswegen dachte ich mal, lass den mal ein bisschen laufen. Wir haben noch keine gute Rüstung, um, oh, da ist noch eine Truhe. Wir haben noch keine gute Rüstung, um an den Strand zu gehen, leider Gottes. Aber vielleicht finden wir auch welche da unten, ne? Ist ja auch noch möglich, dass wir da noch was finden, was Geiles hier. So. Ah, wird nicht ganz so geil, aber ich weiß nicht, welche Route ich nehmen soll. Irgendwie sind alle Routen, auch die in der Stadt zu bleiben, ist auch nicht die allerbeste eigentlich. Naja. So, gehen wir nochmal hier hin. Hätte mal ganz gern ein Harnisch. Ernsthaft, ein Harnisch.
Alter, wenn ich keinen Harnisch bekomme, ne? So. Tja, mir fehlt ein Harnisch. Das wird nicht gut ausgehen, gerade am Strand. Also eigentlich ist die Runde auch schon wieder fast verloren, es sei denn, wir haben nicht so schlaue Kollegas hier so unterwegs und wir können uns da gucken, dass wir da was abgrapschen und absnacken. Gerade auf dem zweiten Schiff Richtung Tier 2s. Wir haben drei TNT-Dinger. Mittlerweile nutze ich TNT wirklich sehr, sehr gerne. Einfach, weil ich gelernt habe, damit umzugehen. Und auch viel gelernt habe, wie man das am besten einsetzen kann. Wichtige Dinge. Oh, ein Steinschwert, schon mal sehr gut. Der hat einen Harnisch, der Typ. Wird auf mich drauf gehen wollen, wahrscheinlich. Ich bombs den mal zuerst weg. Gib ihm zwei Dinger mit. Von hinten kommt einer an. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Ja. Hier ist auch noch einer. Scheiße. Ja, vier Pfeile zum Glück. Fuck. Okay, er dreht. Alter, wie ich auf die Fresse bekomme dann, Alter. Hör auf. Hör uns up, Jung. Alter. Dann dachte ich, ich könnte vielleicht was anfangen damit. Ups. Alter, ich muss kurz weg, ey. Ganz ehrlich. Ist mir jetzt auch zu doof, mich an den zu orientieren. So, habe ich den doch schon mal down. Raus hier! So. Wollte ich auch noch mal eben hier kaputt. Ja. So. So muss es laufen, Leute. So muss es laufen. Hier so Hose. Hier so das da. Hier so das da. Bombastu, Bombasta. Hier. Wollen wir denn da einen Pfeil stecken? Haben wir den verfehlt eben, den Pfeil? Eigentlich doch nicht, oder? Haben wir eine Angel? Perfekt. Ein Eisenbarren. Ein das da. Okay, alles gut. Wir gehen mal aufs Schiff hier drauf. Ja. Das war jetzt wiederum sehr gut gemacht, ne? Da haben wir rechtzeitig gemerkt, okay, von hinten kommt der eine Typ. Es bringt nichts, auf den anderen weiter drauf zu gehen, sondern dann lauf erstmal weg. Oh, yo. Schon leer. Ne, lauf erstmal weg und dann machen wir den Rest. Und so haben wir das perfekt gemacht. Perfekter, wie es nur geht. Oh, es hat drei Leute. Boah, yo. Alter, der Fisch hat mich gerade echt irritiert. Jo. So macht man das, liebe Leute. Jo. Ne, so muss es laufen. Genau so. Jo, da kommt noch einer an. Also einfach dann abchecken, okay, ab wann kann man drauf gehen? Ja, der ist auch ein bisschen doof, der Typ. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Alles klar. Ne? Ab wann kann man drauf gehen? Ab wann sind die beiden low life? Das bekommt man. Oh. Das lernt man alles mit der Zeit dann irgendwie. Ojo. Ojo. Ojo, okay. Ne? Das lernt man, wie gesagt, alles mit der Zeit lernt man sowas, wie man am besten damit umzugehen hat. So, das wollte ich nur haben. Und dann ist es alles gar kein Problem mehr. Dann weiß man, okay, der ist jetzt Lowlife, weil die haben sie jetzt dreimal geschlagen. Ich komme von oben einfach runter. Ne? Es ist aber immer schwierig, den ganzen Skill, den man hat, oder das Wissen, das man hat, in einer Folge ungeschnitten so preiszugeben. Aber das ist gerade... diese Runde ist gerade ein Paradebeispiel eigentlich, wie man zu agieren hat, wenn man alleine ist, wenig Rüstung hat und dann sich alles erfahren muss. Ne, so eben SG4 war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wir haben das Maximum rausgeholt, würde ich sagen, auch wenn wir gestorben sind, aber... oh, Alter, wie viele Kuchen denn noch? Aber irgendwann ist einfach mal Schluss, irgendwann kann man nicht mehr laufen und irgendwann habe ich es auch satt, dann dem hinterher zu laufen oder vor dem wegzulaufen und ne, so weiter. Wir haben fünf Kuchen, Alter, wir haben fünf Kuchen. Wir haben aber keine Stickies. Aber wir haben zwei Diamanten, das reicht doch. Komm, wir machen jetzt hier Dia-Harnisch. Und dann ist alles gut. So.
Ich gehe da eben zur Tier-Tour, Tier-Tour, ich mache eben meine Tour zu den Tier-Tour. Oben auf die Farm, in die Farm, zur Farm. Gibt ja noch ein paar Tier-Tours hier so in der Gegend, ne? Die klappersten wir mal alle ab gerade. Oh, warte mal, war da unten eigentlich schon jemand? Weil das war auf. Ah, fuck, jetzt muss ich nochmal nach unten laufen. Haben wir noch Zeit dafür? Ja, haben wir noch Zeit dafür, alles perfekt. Wir haben noch Unmengen an Zeit. So, machen wir mal so. Und dann gehen wir nochmal hier kurz zur Falle. Denn ich bin mir nicht gar nicht so sicher, weil die war nämlich auf und die ist zu Beginn. Eine spielt es immer auf und entweder hat schon jemand auf und zu gemacht. Oder aber, da war noch jemand da. Ist immer noch zu gerade, zum Glück. Ah, da ist auch schon jemand wieder gerade. Aber wir gehen mal hier einfach rein. So. Ganz kurz reinlaufen, vom Abchecken. Okay. Dann gehen wir hier lang. Einfach, weil da noch ein Typ ist, den wir uns holen können. So, 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 so. Noch mehr TNT, immer gut. Ja, das brauchen wir nicht, komm. Laufen wir hierhin weiter und dann nach oben. Piraten! Angriff auf Steuerbord! Ja, aber Steuerbord auch, glaube ich, vor allem mit meinem Mikrofon, oder? Oder? Oder ist es so besser? Eine ruhige, sanfte Stimme. Ich müsste so einfach mal eine ganze Folge ungeschnitten aufnehmen. Einfach mal so reden, die ganze Zeit. Theatralisch. Als ob es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tun würde. Es ist nur eine Kuh. Und kein Mensch. Kein Mensch. Weit und breit. War ich alleine hier. In dieser Stadt. Sollte es noch andere Menschen geben. Sollte ich alles neu aufbauen. Tiere farmen, Menschen zeugen, mit mir selber und für neues Leben sorgen? Oder sollte ich noch... Alter! Oder sollte ich noch jemanden finden, der das für mich erledigt? Mit dem ich es erledigen kann, besser gesagt. Ja. Das sollte es. Aber nicht jetzt. Jetzt brauche ich erstmal einen Kuchen. Ich könnte mich mit den Kuchen auch wunderbar runterbacken. Im Deathmatch. Mit 6 Kuchen, ey. Warum ist das nicht eins von den Top 10 Sachen? Warum nicht das? Warum nicht? Habe 6 Kuchen. Warum? Dramatik. Pur. Es geht weiter. Und ich bin fast tot. Einfach weil der hier mal wieder keine Ahnung hat, wo er eigentlich sein möchte, wo er rumbacken möchte. Ja, ich weiß es. Ich habe es gesehen. Ich habe Stickies. Aber das Born ist zu gefährlich. Das Born ist nicht das Richtige für mich. Wo sollte ich hingehen? Was sollte ich tun? Sollte ich es wagen? Sollte ich es lassen? Ich rede die ganze Folge so weiter, wie damals auf SG6. Mit dem Hallo Freunde! Das war der andere Dom. Aber jetzt bin ich da. Und ich habe Angst. Gut, er hat's geschafft. Der Dom hat's geschafft. Besser als der Wendler. Der Dom hier ran und snackt sich seine Beute ab. Der erste ist down. Der hat nicht mehr viel Leben. Der ist tot. Und der letzte
sollte irgendwann auch Geschichte sein. Sechs Kuchen im Inventar. Trotzdem gewonnen. Sollte er Bäcker werden? Oder Survival Games? Fritze. Typ. Arschloch. Liebe Leute, das war 3 Runden Minecraft Survival Games ungeschnitten. Ja, die Runde, die war ein schönes Paradebeispiel. Die zweite Runde ist ein bisschen schief gelaufen, aber da können wir prinzipiell nichts für. Ist alles ein bisschen doof gelaufen, dass dann da hier der Typ uns meint, verfolgen zu müssen von vorne bis hinten. Aber im Groben und Ganzen passt es doch schon. Es ist eine gute Runde gewesen. Die erste war auch gut. Letzte auch. Wie viele Punkte haben wir? Mal kurz in der richtigen Ingame-Lobby hier einmal nachgucken. Können wir mal ins Chat schreiben. Ja, wir haben es nicht ganz geschafft, auf 30.000 zu kommen. Leider nicht geschafft, aber meine Güte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Survival Games ungeschnitten. Ich habe gerade nicht Bock, auch diese Folge aufzunehmen. Und übrigens, ich werde nochmal irgendwann eine Marathon-Folge machen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Irgendwann gibt es eine Marathon-Folge. Ob es ein Special wird zur 100. Folge? Vielleicht, man munkelt noch so ein bisschen. Ne? Mal schauen, was so alles passieren wird. Aber wir werden nochmal eine ganz, ganz lange 2-Stunden-Folge machen oder 3-Stunden-Folge, meinetwegen auch. Mir vollkommen egal. Hauptsache eine richtig geile, lange Folge Minecraft Survival Games, ey. Für eure Augen nicht das Beste, aber doch schon richtig geil. Bestimmt. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Euch einen schönen Abend noch und auf einen schönen Freitag. Dann ist Wochenende. Juhu! Bis dann. Tschüss.